Heute wird es sehr spannend. Wir haben die Tesla-Aktie auf unserem Programm. Ja, ich werde mir anschauen, wie es um das Geschäftsmodell von Tesla bestimmt ist. Ja, da muss ich euch ja nicht ganz so viel erzählen. Wir schauen uns aber auch mal im Detail so ein bisschen die Zahlen an, die Bewertungssituation. Ja, und wir schauen uns auch an, ja, ob man die Tesla-Aktie jetzt kaufen kann und für wen die Aktie jetzt überhaupt ein Kauf ist und wer besser die Finger von diesem Titel lässt. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, bevor wir jetzt gleich mit der Analyse von Tesla starten, meine Bitte meinerseits, abonniert gerne oder abonniert bitte diesen Kanal. Ich versuche jetzt endlich diese 1000 Abonnentenmarke zu knacken. Ja, und das ist auch deshalb so wichtig, da nur so ja immer mehr Menschen auch auf diese Videos von uns, von mir aufmerksam werden. Denn ja, was versuche ich mit diesen Videos zu machen? Ich versuche euch und alle, ja, die es interessiert, auch so ein Stück weit ja, mit an die Hand zu nehmen, beziehungsweise auch auf dem Börsenparkett zu begleiten. Und auf meinem Kanal geht es mir einfach auch darum, nicht nur, ja, jetzt, ich sage mal, simple Kauf- oder Verkaufsrufe rauszuhauen. Ich versuche auch euch ein Stück weit darin zu helfen, hier wichtige Hinweise zu beachten, wenn ihr euch über Aktien informieren möchtet, aber auch euch dabei zu helfen, hier die größten Fehler zu vermeiden. Unter anderem habe ich in diesem Video hier auch verlinkt, das ich hier verlinkt habe, geht es auch darum, ja, die fünf größten Fehler beim Aktienkauf zu vermeiden. Schaut euch das Video auch natürlich gern an. Ja, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da, lasst mir auch, ja, ein mag ich nicht da, wenn ich irgendwas nicht sonderlich gut gemacht haben sollte aus eurer Sicht, aber kommentiert es natürlich dann auch unterhalb dieses Videos, ja, was ihr euch stattdessen wünscht oder was ihr euch an zusätzlichen Inhalten wünscht, beziehungsweise was mich natürlich besonders interessiert, wo gehört ihr dazu, zum Lager der Tesla-Liebhaber oder zum Lager der Tesla-Hasser? Denn es ist ja im Grunde die Aktie von Tesla, das ist ja schon gar nicht mehr eine normale Aktie, das ist ja ein regelrechtes Politikum jetzt geworden in den letzten Jahren. Entweder man mag die Aktie oder man hasst die Aktie, aber wir werden uns heute mal jetzt anschauen, ja, fernab von diesem emotionalen Geschwafel, schauen wir uns an, wie es tatsächlich um die Zahlen steht bei Tesla, ja, wo die Aktie gerade steht, wo das Unternehmen gerade steht und in welche Richtung es gehen könnte. Und natürlich schauen wir uns auch an oder wir widmen uns der Frage, ja, für wen ist diese Aktie überhaupt gedacht? Wer sollte jetzt bei Tesla einsteigen und wer sollte besser, ja, diese Aktie meiden? Dieser Frage widmen wir uns danach auch im Anschluss des Videos. Ja, dann legen wir mal gleich los mit dem Geschäftsmodell. Ja, da habe ich ein bisschen Glück natürlich bei Tesla. Jeder weiß im Grunde, worum es bei Tesla geht. Es geht um Elektroautos. Es geht um die Revolution der Automobilität, wenn ihr so wollt. Was ich an Tesla persönlich sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass es sich hierbei um einen vertikal integrierten Konzern handelt. Vertikal integriert, was bedeutet das? Nun, im Beispiel oder im Gegensatz zur vertikalen Integration ist es ja so, dass beispielsweise ein Autobauer wie, ja, Volkswagen, BMW und wie sie alle heißen, ja, die sind ganz stark auf Zulieferer angewiesen und insbesondere bei den neuen Elektroautos ist es ja so, dass dass im Grunde die meisten anderen Autobauer darauf angewiesen sind, ja, auf die Batterietechnologie beziehungsweise auf Zulieferunternehmen, die hier diese Autobauer mit den Batterien versorgen. Und das ist eben nicht ganz so praktisch, denn wenn man mal weiß, dass die Autobatterie ja eines der größten Kostenpunkte ist, darstellt bei so einem Elektroauto, ja, dann wäre es natürlich toll, wenn man das in eigener Fertigung produziert, um hier auch ein bisschen diese Zwischenhändler auszuschalten. Das würde natürlich für die Margen hilfreich sein. Tesla macht das natürlich besser. Die haben jetzt in den letzten Jahren massiv die Kapazitäten ausgebaut, bauen auch die Batterien selbst, nicht nur die Fahrzeuge. Ja, und das unterstützt das Unternehmen natürlich auch bei den Margen. Es ist aber nicht nur die vertikale Integration, die hier spannend ist bei Tesla. Es sind nicht auch, ja, die teilweise deutlich höheren Margen als bei der Konkurrenz. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Es ist auch die Tatsache, ja, dass es sich bei Tesla inzwischen schon sowas um sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt. Denn Tesla hat es inzwischen geschafft, auf eine Marktkapitalisierung von über 900 Milliarden Dollar zu kommen. Die aktuellen Zahlen habe ich hier mit, ja, 954 Milliarden Dollar.
Das geht mal schnell auf und ab. Da sind mal schnell 30 bis 50 Milliarden Dollar mehr auf der Uhr oder weniger, je nachdem, wie die Aktie am Tag eröffnet oder schließt. Auf jeden Fall ist es so, dass es hier, ja, selbsterfüllende Prophezeiung, darauf wollte ich ja hinweisen. Durch diese hohe Marktkapitalisierung ist es dann auch sehr einfach, sich für Tesla ein frisches Kapital zu besorgen, und frisches Kapital benötigt man dann doch einiges, denn beispielsweise wo habe ich es hier im Bild, die Gigafactories, die man baut, die kosten auch nicht ganz wenig. Hier im Bild habe ich mal mitgebracht, die neue Gigafactory, die ja im Großraum Berlin gebaut wird, beziehungsweise die ist ja schon mehr oder weniger fertig. Hier ja ein Bild von dem Tag der offenen Tür hier in der Gigafactory von Tesla, ja, beziehungsweise in Berlin Brandenburg. Ja, das kann man sich im Grunde ganz locker aus der Portokasse leisten. Warum das? Ja, weil man hier beispielsweise ja immer wieder mal eine Kapitalerhöhung macht. Und ja, wenn wir uns mal vorstellen, die 950 Milliarden Dollar, die Tesla schwer ist, wie gesagt, jetzt nicht tagesaktuell die Zahl bitte nehmen. Aber nehmen wir mal an, die 950 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, wenn Tesla nur 1% neue Aktien ausgibt, dann sind das schon, ja, dann nimmt man damit schon ja 9,5 Milliarden Dollar ein. Ja, und damit kann man sehr viele Dinge anstellen. Ja, und das ermöglicht es Tesla auch hier so massiv zu wachsen. Zu den Wachstumsraten kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ja, was auch hier natürlich wichtig ist, dieses Kapital, das man sich ja locker beschaffen kann. Das führt dazu, dass man jetzt mal auch sagen kann, okay, wir bauen in den nächsten Jahren 10 bis 12 weitere Gigafactories. Also man hat ja schon Standorte in Shanghai, in den USA, ja sowieso in Berlin jetzt auch. Ja, und in Kanada wird gemunkelt, dass das nächste Werk entstehen soll. Zusätzlich treibt man diese vertikale Integration, davon habe ich ja kurz vorhin gesprochen, auch noch ein Stück weiter. Man möchte hier beispielsweise sogar dafür sorgen, dass man den nötigen Rohstoff Lithium hier auch noch selbst in Eigenregie produziert. Hier möchte man ein Lithiumhydroxidwerk, eine Raffinerie sozusagen, auch ich glaube in Texas bauen. Also hier, ja, es ist einfach so, dass Tesla mit Kapital nur so zugeschüttet wird. Ja, und das macht es dann auch möglich, immer weiter zu wachsen, immer, ja, ich sage mal, diese vertikale Integration voranzutreiben. Ja, und da sind die anderen Autobauer sicherlich eher neidisch. Ja, das gilt sicherlich auch im Hinblick, ja, auf die Tatsache, ja, wie massiv hoch bewertet Tesla inzwischen ist. Ja, wenn wir uns mal angucken, die Anzahl der verkauften Autos, hier habe ich mal mitgebracht, die Anzahl der verkauften Elektroautos, da ist Tesla zwar noch in Führung, aber wir sehen es schon ganz klar im Bild: Volkswagen, BYD, General Motors, die sind dicht, ja, auf den Fersen, dem Tesla-Konzern, aber rein von der Bewertung her, habe ich hier auch mal mitgebracht, ist es immer noch so. Okay, Statistik, die ist jetzt schon ein bisschen, das ist ein knappes Jahr alt. Ich habe hier leider nichts Aktuelleres gefunden, aber das macht schon mal deutlich, wie massiv hoch bewertet hier Tesla ist. Also für eine Tesla kann man sich eine Toyota, eine Volkswagen, eine BYD, Daimler, General Motors, hier im Grunde die ganzen Konzerne, die hier angeführt sind, die wiegen im Grunde genauso schwer, ja, wie der ganze Tesla-Konzern. Und das ist auch immer so ein Stück weit, ja. Ja, die Angriffsfläche der Kritiker, die sagen, nee, Tesla ist einfach überbewertet. Die Bewertungssituation, die hat sich inzwischen aber auch ein bisschen verbessert. Da war ich selbst sogar ein bisschen überrascht. Ich dachte immer, okay, Tesla, also jetzt für mich selbst, ich habe immer gedacht, die Tesla, die fasse ich sicher niemals an. Aber selbst ich muss jetzt sagen, ja, mit der letzten Korrektur muss ich sagen, okay, es ist so langsam auch ableitbar, hier die Story hier auch tatsächlich mal zwischendurch ein paar Aktien einzusammeln. Aber dazu gleich mehr, denn es kommt ganz drauf an, ob ihr auch zu dieser bestimmten, ja, Gattung von Anlegern gehört, zu denen überhaupt so eine Tesla-Aktie passt. Zuerst schauen wir uns aber nochmal die Zahlen an. Also ich bin ja so ein Zahlen-Junkie, so ein Zahlenfuchs. Ich kann im Grunde in keine Aktie investieren, wenn ich mich nicht vorher auch mal mit der Bilanz auseinandergesetzt habe. Und das ist keine Raketenwissenschaft, sowas kann man auch erlernen. Sowas versuche ich auch den Mitgliedern von Cashkurs Trends beizubringen. Also hier könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Das ist auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mir auch da mal ein bisschen so über die Schulter schauen, wie ich Aktien analysiere, worauf ich hier auch besonderen Wert lege. Aber schauen wir uns jetzt mal die Zahlen von Tesla an.
Ja, ich muss sagen, klar, die sind beeindruckend. Die Wachstumszahl, das Umsatzwachstum in den letzten Jahren, das betrug per anno durchschnittlich 70%. Also es ist schon ja, erklärbar, oder man kann schon ableiten, warum die Aktie so massiv gestiegen ist in den letzten, im letzten Jahrzehnt. Währenddessen, während der Umsatz um 70% im Durchschnitt anstieg, ist der operative Cashflow, und das ist ja im Grunde eine der wichtigsten Kennzahlen bei Wachstumsaktien überhaupt, der ist jetzt in den letzten Jahren jährlich um knapp ja, 100% angestiegen. Also der operative Cashflow, der hat sich Jahr für Jahr in den letzten 3 Jahren zumindest verdoppelt. Ja, und das ist auch wieder so ein Thema. Wenn diese Tendenz anhaltet, dann ist bei der Tesla-Aktie durchaus jetzt auch ja, in den nächsten Monaten noch viel mehr drin. Was einen gewissen Aufschlag gegenüber den anderen Autobauern auch rechtfertigt, ist natürlich auch die Tatsache, ja, neben der vertikalen Integration, von der die anderen Autobauern nur träumen können, auch von der Möglichkeit hier, sich immer wieder vom Kapitalmarkt frisches Kapital reinzuholen für die Expansion, ist auch die Tatsache, sehr interessant bei Tesla, dass man auch wesentlich höhere Margen als die Konkurrenz vorweisen kann. Beispielsweise ist es so, dass hier ja, die Marge bei Tesla im Vergleich zur VW-Aktie, jetzt habe ich mal die letzten 12 Monate angeguckt, doppelt so hoch ist. Also ja, wenn wir den operativen Gewinn angucken, beziehungsweise die Marge auf den operativen Gewinn, die operative Marge, so ist es einfacher formuliert, und die Nettomarge, die lag tatsächlich doppelt so hoch als bei Volkswagen. Ja, und das ist schon auch ein bisschen ein zusätzliches Argument, ja, warum die Tesla-Aktie dann doch einen gewissen Aufschlag verdient. Aber schauen wir uns die Margen auch mal hier im Detail an. Die habe ich auch hier wieder mal mitgebracht. Ja, wir sehen hier, ja, guckt man hier einfach auf den blauen, auf die blaue Linie. Das ist der freie Cashflow pro Aktie, beziehungsweise hier die freie Cashflow-Marge. Die zeigt einen ebenso schönen Aufwärtstrend, ja, wie die Nettomarge und wie die EBIT-Marge. Auf der anderen Seite, was immer so ein bisschen ein Problem ist, was mir nicht sonderlich gut gefällt, ist immer, wenn bei Unternehmen die Bruttomarge ja nur bei so 20% hier ja, herumliegt. Das ist im Grunde auch nichts Ungewöhnliches für die Automobilbranche, denn es ist auch so, na klar, man braucht jede Menge Fabriken, man braucht Logistikzentren, man braucht Roboterpersonal, Energiekosten und so weiter. Also es kostet verdammt viel Geld, so ein Auto zu produzieren. Und deshalb ist es klar, dass die Margen prinzipiell schon ein bisschen gedeckelt sind. Auch hier mal ein kurzer Tipp, wie es Warren Buffett gerne hält. Er spricht in der Regel davon, das hat Warren Buffett mal eins gesagt, er setzt auf Unternehmen, oder er mag zumindest Unternehmen, die eine Bruttomarge jenseits der 40% haben. Also auch für euch so ein kleiner Tipp: Wenn ihr auf Unternehmen guckt, ja, dann schaut aber jene Unternehmen auszuwählen, die Bruttomargen jenseits der 40% haben. Denn klar, je höher die Bruttomarge ist, desto höher auch potenziell dann die Nettomargen und Co. Ja, trotz der niedrigen Margen, aber eben wegen dieser Möglichkeit, sich über Kapitalerhöhungen reichlich Cash reinzuholen, ist auch die Bilanz sehr gut geraten. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 50%, also so schnell wird die Tesla sicher nicht untergehen. Also dieses Thema, oh, die Tesla, die geht schon bald in Konkurs, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Gerade wenn wir uns hier die Bilanz ansehen, Tesla ist unterm Strich netto schuldenfrei, hat zuletzt auch jetzt, habe ich angeschaut, fürs zweite Quartal einen Cashbestand von 18 Milliarden Dollar vermeldet. Also ja, ich kann mir hier kaum vorstellen, wie man hier so tatsächlich so schnell in die roten Zahlen schlittern soll, beziehungsweise roten Zahlen meinetwegen, aber hier ja, Tesla hier in den Konkurs herbeizureden, also das halte ich auch für sehr ambitioniert. Auch wenn wir uns anschauen, jetzt mal die letzten Quartalszahlen anzugucken, die habe ich hier mitgebracht. Ja, lasst euch hier nicht erschrecken von dieser Zahlenflut. Im Grunde die wichtigen Punkte, die habe ich hier mal gelb markiert. Ja, schaut mal unten links den Free Cashflow. Also Tesla schafft es bereits jetzt, unterm Strich profitabel zu wirtschaften. Also man ist schon aus dieser Zeit herausgewachsen, in der man nur rein investieren musste in das Geschäftsmodell, aber hier noch konkret nichts rausholen konnte. Das ist schon mal positiv. Also wie gesagt, Tesla verdient unterm Strich schon Geld. Dafür sorgen natürlich auch hier diese Regulatory Credits. Da geht es um die CO2-Emissionszertifikate, die man hier ja zu Geld machen kann, die man sich im Grunde spart, weil man ja Elektroautos baut. Ja, genießt man auch Vorteile, beziehungsweise bekommt hier auch
Emissionszertifikate, die man dann zu Geld machen kann, die man eben selbst nicht braucht. Und diese Automotive Gross Margin, das ist auch noch ein wichtiges Thema hier, ja, sind wir auf einem Bereich von knapp 28% an Bruttomarge zumindest, was das Autogeschäft angeht. Auch ein positiver Effekt bzw. ein positiver Faktor ist es natürlich, ja, dieses starke Wachstum, diese Expansion, die hier Tesla immer wieder vollführen kann. Deshalb sehen wir hier auch diese Total Production, also die Fahrzeugproduktionszahlen, die sind jetzt beispielsweise in Q2 25% gestiegen. Also während man 206.000 Fahrzeuge noch im zweiten Quartal 2021 produzieren konnte, ja, ist diese Anzahl jetzt schon auf 258.000 Stück angestiegen, ja, im nur einen Quartal. Das macht dann Tesla auch natürlich jetzt endlich zu einem auch nennenswerten Autoproduzenten, auch von den Stückzahlen her. So, wir stellen mal fest, die Zahlen, die sehen schon mal interessant aus. Das Umsatzwachstum, das ist da auch der operative Cashflow, der wächst jetzt von Jahr zu Jahr massiv an. Die vertikale Integration ist interessant. Die Tatsache, dass man sich mit Kapitalerhöhungen immer wieder den Kapitalmarkt anzapfen kann und sich im Grunde locker finanzieren kann, auch ja unzählige neue Batteriefabriken und Gigafactories zu bauen, das ist natürlich auch ein wichtiges Asset, beziehungsweise das spricht dafür, dass die Tesla-Aktie ja schon eine gewisse Bewertung, einen gewissen Bewertungsaufschlag hier verdient. Aber ja, was heißt das konkret? Wann kann man hier von der Tesla behaupten, okay, das ist jetzt ein Deal, und wann sagt man, okay, jetzt ist sie überbewertet? Dazu habe ich hier auch mal mitgebracht das Kursumsatzverhältnis. Hier sehen wir auch mal im langfristigen Bild das Kursumsatzverhältnis. So, der Median, der liegt hier bei knapp 10. Also der Tesla wurde im Schnitt der letzten, ja, wie weit reicht das zurück, in den letzten 10 Jahren im Schnitt mit den 10-fachen des Umsatzes bewertet. Das ist schon ganz schön ordentlich, aber wir sehen hier, dass die Aktie auch teilweise mit dem 27-fachen des Umsatzes bewertet worden ist. Jetzt bei den zurückliegenden 12 Monaten sehen wir ein Kursumsatzverhältnis von 13,5, liegt also ja schon recht deutlich über dem Schnitt. Aber jetzt ist es natürlich auch so die Frage, die Gretchenfrage, ist das bereits jetzt eine Unterbewertung für die Aktie? Meiner Meinung nach lässt sich die Frage so beantworten, ja, wenn das Wachstum so weitergeht, wenn Tesla weiterhin auch so stark zulegen kann beim Umsatz, ja, dann vergünstigt sich dieses Kursumsatzverhältnis ja auch rasant. Von daher, ja, kann es sich hier tatsächlich jetzt schon um ein günstiges Kursumsatzverhältnis handeln. Schauen wir uns das Kurs-Cashflow-Verhältnis an. Das ist auch ein wichtiger Indikator oder eine wichtige Bewertungskennzahl. Beim KGV, von diesem KGV, das benutze ich gern bei Unternehmen, die tatsächlich schon ordentliche Gewinne erwirtschaften. Ja, bei denen es sich beispielsweise um eine sogenannte Cash-Cow handelt, die schon, ja, die vielleicht nicht mehr so stark wachsen, aber dafür ordentliche Gewinne schreiben. Da passt das KGV gut bei Unternehmen wie beispielsweise Tesla, wie Amazon. Da ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder abgekürzt KCV eine wesentlich sinnvollere Kennzahl. Ja, einfach aus dem Grund, da diese Wachstumsunternehmen jeden verfügbaren Cent in das weitere Wachstum stecken. Deshalb kann unterm Strich auch nicht so wirklich viel an Gewinn übrig bleiben. Deshalb ist hier eine Kennzahl, die hier sinnvoller ist bei diesen Wachstumsunternehmen. Das ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das beträgt bei Tesla 74 gerade. Ja, das ist schon ordentlich, damit ihr hier auch ein bisschen ein Gefühl bekommt dafür, was ist hier normal, was ist fair, was ist überteuert. Im Schnitt der letzten, ich sage mal, 10 Jahre war die Amazon-Aktie, die hatte so eine faire Bewertung oder so eine durchschnittliche Bewertung beim Kurs-Cashflow-Verhältnis von 25. Jetzt, wie gesagt, Tesla liegen bei 74, also knapp dreimal so viel. Es ist jetzt schon, da muss man schon ein bisschen mal durchatmen bei diesem Bewertungsaufschlag. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, hier die Tesla-Aktie zu kaufen, denn der Bewertungsaufschlag, der ist dann schon ganz schön ordentlich. Das sorgt auch dafür, dass hier kein Platz für Fehler besteht. Und das ist auch eines der Hauptrisiken hier bei Tesla, neben mal der konjunkturellen Lage. Denn wenn die Konjunktur mies läuft, dann werden auch wahrscheinlich weniger Teslas verkauft. Wobei, klar,
Diejenigen, die sich den Tesla gönnen, die sind wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht so schlecht ausgestattet, sodass diese auch durch eine Konjunkturkrise gut durchkommen. Aber trotzdem, ja, ist das Kaufverhalten natürlich ein bisschen eingeschränkt, ja, wenn die wirtschaftlichen Zeiten nicht so sonderlich rosig aussehen. Das ist mal ein Risikofaktor, die konjunkturelle Abhängigkeit. Der andere Risikofaktor ist, wie gesagt, die hohe Bewertung. Denn es ist so, die Bewertung ist hoch, die ist auch bis zu einem gewissen Punkt gerechtfertigt, denn wenn wir ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 74 haben, der Cashflow aber pro Jahr um 100% wächst, dann ist das im Grunde immer noch ein gesundes Verhältnis, auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht komisch klingt, aber in diesem Sinne ist die Tesla-Aktie gar nicht überbewertet. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, solange diese hohen Wachstumsraten auch ja Bestand haben, kommt es nur zu einem Quartal mit einem schlechten Cashflow oder mit einem rückläufigen Wachstum auf dieser Seite, sei es Umsatz, sei es Cashflow, sei es produzierte Autos, ja, dann kann es mit so einer Aktie wie Tesla auch ganz schnell bergab gehen. Zuletzt bei der PayPal-Aktie haben wir ja genau das gesehen. Die PayPal-Aktie, die war ja, ich glaube, mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der 80 bewertet. Ja, und das bot dann auch wenig Platz für Fehler. Die Fehler, die sind dann gekommen, und ja, was mit der PayPal-Aktie in Anschluss passiert ist, das habt ihr ja selbst gesehen hier in diesem Video. Übrigens geht es auch nochmal zur Analyse von PayPal. Also damit kommen wir im Grunde schon zum Fazit. Für wen ist diese Aktie jetzt ein Kauf, für wen im Grunde nicht? Einfach gesprochen ist es so, wenn ich an Tesla glaube, wenn ich daran glaube, dass Tesla ja den Automobilmarkt auch weiterhin revolutionieren wird, wenn Tesla auch weiterhin diese massiven Wachstumsraten aufrechterhalten wird, ja, dieser massive Ausbau der Gigafactories, da spricht ja im Grunde auch ein bisschen dafür. Ja, die Anleger, die sind gut bei der Aktie aufgehoben. Natürlich ist es auch so und auch ein wichtiger Faktor hier zu verstehen, ja, wie solche Aktien funktionieren bzw. wann solche Aktien funktionieren. Wir haben es ja jetzt auch gesehen, ja, mit Beginn vom Jahr 2022, dass es nicht mehr so ist, dass wir, egal was wir kaufen an der Börse, dass im Grunde einfach alles steigt. Nein, inzwischen ist der Markt schon wesentlich wählerischer geworden, schaut viel genauer drauf. Ja, und deshalb ist es auch so, ja, so wichtig, dass ich euch jetzt einen ganz wichtigen Punkt sage. Und zwar geht es hier darum, kauft solche Aktien am besten dann, ja, wenn die Chancen dafür gut stehen, dass wir uns wieder in den Bullenmarkt befinden. Denn ja, in diesem letzten halben Jahr steckten wir ja in einem massiven, ja, ganz ordentlichen Bärenmarkt fest. Und dann funktionieren auch solche Aktien nicht, auch wenn sie noch so gut sind. Solche Wachstumsaktien, die funktionieren nur, wenn das Sentiment ordentlich ist, wenn das Sentiment richtig schön bullisch ist, dann funktionieren diese Wachstumsaktien. Das hat beispielsweise auch ja der Wachstumsaktienpapst schlechthin William O'Neill mal gesagt. Mark Minervini ist auch ein Kandidat oder ein Fürsprecher für diese Wachstumsaktien. Ja, auch diese haben in ihren Büchern davon gesprochen, okay, diese Aktien, mit denen kann man richtig, richtig viel Kohle verdienen, aber der Markt, das Marktumfeld, das muss hier auch dazu passen. Es nützt nichts, hier solche Aktien zu kaufen, wenn der Markt unterm Strich bearish ist. Denn wenn der Markt bearish ist, meine Güte, Zungenbrecher, dann ist es auch so, ja, dass solche Aktien nicht funktionieren, denn der Markt fokussiert sich hier vielleicht sogar nur auf Anleihen, überhaupt nicht auf den Aktienmarkt, aber wenn, dann eher auf so Value-Titel, ich sage mal die Langweiler, die Unternehmen, die Dosen-Ravioli produzieren und Pampers-Windeln. Das ist dann in so einer Phase sind interessante Aktien, aber die Wachstumsaktien, die brauchen einfach ein hyperbullisches Sentiment. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn man solche Aktien anschaut, wenn ihr solche Aktien kaufen wollt, schaut auch auf den Gesamtmarkt, schaut auch, was macht der Nasdaq, was macht der S&P, was macht meinetwegen der Bitcoin, wie sehen hier ja, wie sieht hier die Kursstruktur aus? Ja, das bringt mich auch gleich zum Chart, den schauen wir uns jetzt auch noch gleich an. Also das ist hier sehr wichtig, hier in ein bullisches Umfeld einzusteigen, denn wenn ihr in ein bearisches Umfeld rein solche Aktien kauft, dann kann euch das ganz schnell das Depot aber so richtig vermiesen. Wo wir schon beim Thema sind, Mark Minervini, William O'Neill, interessiert euch, ja, was es hier, ja, worum es hier bei dieser Wachstumsaktienstrategie geht?
Wie gesagt, die beiden Männer, die haben sehr interessante Bücher hier dazu geschrieben, ja, wie man die richtigen Wachstumsaktien ausfindig macht, ja, worauf es hier ankommt und wann man besser aus solchen Aktien aussteigt. Also wenn euch das Thema interessiert, dann mache ich dazu natürlich auch gern ein Video. Schreibt es mir auch gern in die Kommentare, wenn ihr dazu gern ein Video von mir hättet. Aber jetzt schauen wir uns gleich den Chart an von der Tesla-Aktie. Den habe ich hier mitgebracht. Also hier, ja, also für all jene, die schon ein bisschen länger dabei sind bei der Aktie, die sollten sich freuen über die schönen Kursgewinne. Ich hoffe, die haben zwischenzeitlich auch mal ein bisschen was mitgenommen. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich Frevel für die ganz eingefleischten Tesla-Jünger. Die werden jetzt sagen, nein, kein Stück aus der Hand geben, aber ich sage mal so, von Gewinne mitnehmen ist noch keiner gestorben, erst recht nicht, ja, wenn wir es dann schon mit einer etwas erhöhten Bewertung zu tun haben. Aber jetzt schauen wir mal den Chart an. Ich habe hier auch eine Make-or-Break-Linie eingezeichnet, beziehungsweise mal aufgeschrieben, $265,70, um es genau zu sagen. Ja, das ist hier diese untere Marke hier, dieses Verlaufstief, das sich hier ausgebildet hat. Und was jetzt wirklich schön wäre, wäre natürlich, wenn hier die Aktie von Tesla hier über dieser Marke bleiben könnte, dann wird es natürlich, möglicherweise und höchstwahrscheinlich weiter gen Norden gehen. Und das nächste Ziel, das wäre dann diese absteigende Trendlinie, die hier auch sehr gute Bestätigung gefunden hat. Also ein erstes Mal, ein zweites Mal. Also das ist schon eine Linie, auf die man sich ein bisschen verlassen könnte, meiner Meinung nach. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier mal zumindest zu einer ersten Reaktion käme, wenn es hier in diesen Bereich nach oben geht. Dazu natürlich muss die Aktie aber hier über diesen Bereich bleiben. Es sieht für mich auch so aus, als, ja, jetzt im großen Bild, als wäre es hier, hätten wir es hier mit einer schönen ABC-Korrektur zu tun. Also meiner Meinung nach könnte es sich tatsächlich hier bereits um eine erfolgreiche Bodenbildung handeln. Bleibt die Aktie über diesem Niveau von den 265,70, ja, dann ist diese Bodenbildung, kann man diese als erfolgreich bezeichnen. Wenn es aber darunter geht, ja, dann ist wahrscheinlich ein Rendezvous, ja, mit der Marke von $210 und vielleicht darunter auch noch mit der Marke von $186. Ja, das nächste Ziel, jetzt wenn wir es mal vermessen, dann sehen wir auch, wie massiv das sich das auswirken würde, prozentual, also um dann knapp 40% könnte es hier nochmal nach unten gehen, theoretisch, wenn hier diese Marken reißen. Also es könnte auch durchaus Sinn machen, wenn man tatsächlich hier einsteigt, sich mal vorsorglich hier mit einem Stopp abzusichern. Natürlich besteht hier immer das Risiko, hier vorzeitig ausgestoppt zu werden, ein bisschen blöd. Aber um hier auch ein bisschen Risiko rauszunehmen, wäre das im ersten Moment vielleicht nicht ganz die falsche Variante und dann eventuell nochmal in einem zweiten Moment einen neuen Einstieg zu suchen. Ja, von der charttechnischen Seite, also es ist durchaus interessant, die Aktie sieht per se auch nicht ganz so schlecht aus. Also es ist ein bisschen in der Mitte des Deichs hier, die Aktie. Es wäre aber generell natürlich immer so schön, wenn wir jetzt in diesen Aufwärtsbewegungen, also wir haben ja schöne grüne Kerzen gesehen, wenn wir hier in diesen Aufwärtsbewegungen immer Dynamik sehen würden, also wie wir es zuletzt gesehen haben, dann nur korrektiver Rücksetzer, wieder schöne Aufwärtsbewegung, dann wieder was Korrektives, also generell sowas kaufen wir immer gerne, also prozyklisch gedacht, soll hier ganz klar erkenntlich sein, dass hier, ja, die Bullen die Hosen anhaben und die Bären hier zu schwach sind, um die Aktie weiter nach unten zu drücken. Das wäre eben, ja, so ein schönes Muster, das ich bei der Tesla-Aktie hier gerne sehen würde. Das war's mit dem Tesla-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr macht auch weiterhin einen schönen Profit in diesem Jahr. Falls nicht, dann abonniert gerne den Kanal, dann werden wir uns das gemeinsam angucken. Dann werde ich euch dabei helfen, hier, ja, in die Profitzone zu kommen mit meinen Tipps. Ja, und bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ja, und bis zum nächsten Video. Euer Christoph von Wenzel.